Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wir hatten uns ja in den letzten Predigten mit dem Buch der Offenbarung beschäftigt. Und wir werden dies auch heute wieder tun. Aber ich möchte mich zunächst einmal bedanken für Ihre Zuschriften. Diejenigen von Ihnen, die mir Komplimente gemacht haben, die gesagt haben, dass sie diese Predigten sehr hilfreich finden. Nicht jeder hat natürlich eine solche Reaktion an den Tag gelegt. Einige haben mir geschrieben und haben sogar gebeten, dass sie nicht mehr darüber informiert werden, wann eine neue Predigt herausgegeben wird, weil sie einfach nicht mit dem einverstanden sind, was wir in diesen Predigten sagen. Sie möchten nicht das akzeptieren, dass in der Tat Gott und Jesus Christus zornig sind über die Menschheit, die sich nicht dazu bereit erklären, sein Gesetz zu halten. Sie meinen, das Buch der Offenbarung, das könne man nicht so wörtlich nehmen, das müsste man irgendwie symbolisch nehmen, in dem Sinne, dass es das nicht sagt, was es sagt. Sie meinen, ein Gott der Liebe, der könne ja keine Strafe durchführen. Sie meinen, wenn Christus uns annimmt, nimmt er uns so an, wie wir sind, und es besteht keinerlei Notwendigkeit, uns zu ändern. Sie meinen, das Gesetz sei abgeschafft, man könne es halten, wenn man wolle, man brauche es aber nicht. Aber schauen Sie, meine Damen und Herren, es geht ja nicht nur um das Buch der Offenbarung. Wir haben bereits in vergangenen Sendungen vielmals auf andere Schriftstellen Bezug genommen. Und die Idee, dass Gnade und alles das, was wir heute haben, wenn wir es haben, ist aufgrund von Gottes Gnade erfolgt. Aber Gnade ist kein Freibrief zur Sünde. Paulus sagt ja im Römerbrief, sollen wir weiter sündigen, sodass die Gnade umso mächtiger werde, deren Verdammnis ist gerecht. Schauen Sie, es gibt eine interessante Stelle, die möchte ich kurz zu Anfang dieser Predigt Ihnen mal vorlesen. Und zwar findet sich diese Stelle im Titusbrief. Das ist ein Brief, den Paulus an den Titus geschrieben hat. Und da lesen wir im zweiten Kapitel, in Titus Kapitel 2 und in Vers 11. Da heißt es, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Also wir können heute uns auf die Gnade Gottes berufen. Gnade ist eine unverdiente Vergebung. Es ist eine unverdiente Gunst. Gnade wird uns gegeben, nicht aufgrund von Werken, nicht aufgrund von dem, was wir getan haben mögen in der Vergangenheit, sondern es ist eine unverdiente Gnade. Nun, wir haben ja auch bereits gesehen, dass Gott Menschen zu gewissen Zeiten beruft. Wir haben gesehen, dass die ganze Welt verführt ist, dass Satan zurzeit der Herrscher über diese Welt ist. Und Gott muss uns aus dieser falschen Verführung herausrufen. Aber letztendlich werden alle Menschen diese Gnade empfangen können, zu ihrer Zeit. Aber schauen Sie, wie es hier weitergeht. Es ist erschienen, heißt es hier, die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht. Also die Gnade Gottes nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden. Es geht also nicht darum, dass wir von Christus akzeptiert werden, so wie wir sind und dann auch so bleiben können. Nein, wir sollen absagen, heißt es hier, dem ungöttlichen Wesen, den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Sünde ist Ungerechtigkeit. Christus hat uns erlöst von aller Ungerechtigkeit, sodass wir nun in Gerechtigkeit leben können, mit seiner Hilfe, mit seinem Geist, der in uns wohnt. Und er reinigte sich selbst, ein Volk zum Eigentum. Schauen Sie, die Kirche Gottes ist das Volk Gottes. Es ist das Haus Gottes. Wir glauben nicht, dass die Bibel individuelles Christentum lehrt. Mit anderen Worten, die Idee, jeder kann so nach seiner eigenen Fasson selig werden. Er braucht sich nicht an andere Gläubige zu halten. Paulus warnt uns ja sogar davor, dass wir nicht die Versammlung mit den Heiligen verlassen sollen. Er sagt, wie es bei einigen bereits der Fall geworden ist, sondern dass wir uns gegenseitig ermutigen. Nun,
Einige leben zerstreut, die haben zurzeit keine Möglichkeit, sich mit anderen wahren Heiligen zu versammeln. Aber deswegen haben wir zurzeit ja auch das Internet. Wir haben die Möglichkeit, über Predigten mit ihnen zu korrespondieren. Und es gibt möglicherweise jetzt auch noch andere Möglichkeiten, technische Möglichkeiten, auf die wir noch zu sprechen kommen werden bei unserem Besuch in Deutschland. Nun, auch da etwas kurz gesagt. Einige haben mich gefragt, ob noch die Möglichkeit besteht, uns zu treffen. Die besteht auf jeden Fall. Also wenn Sie Interesse haben, schreiben Sie mir bitte an meine persönliche E-Mail-Adresse und wir werden dann mit Ihnen Kontakt aufnehmen. Aber schauen Sie, was hier gesagt wird. Dass er sich reinigte, ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Da sage und ermahne und weise zurecht mit ganzem Ernst, niemand soll dich verachten. Und einige verachten uns heute, die wir diese Dinge sagen, weil sie das nicht akzeptieren wollen. Denn es würde ja eine Änderung hervorrufen. Schauen Sie, einige meinen, man könne sich taufen lassen, wie und wann man wolle. Es braucht zunächst einmal keine Änderung, vonstatten zu gehen. Jemand hat mir geschrieben, ja, aber zum Beispiel der Johannes der Täufer, der hat ja auch alle getauft, die zu ihm kamen. Keineswegs. Schauen Sie, die Pharisäer kamen zu ihm. Und was hat Johannes der Täufer denen gesagt? Wer hat euch davor gewarnt, dem Zorn Gottes zu entfliehen? Schauen Sie, der Zorn Gottes, der wird nicht nur im Buch der Offenbarung beschrieben. Er sagt, bringt hervor Früchte der Reue, Werke der Reue. Zeigt, dass eure Reue ernsthaft ist. Gott gibt uns den Heiligen Geist, wenn wir ihm gehorchen. Wir müssen ihm also bereits schon vorher, vor unserer Taufe, vor unserer Bekehrung gehorchen. Wir müssen ihm bereits schon zeigen, dass wir ernst an diesen Dingen teilnehmen wollen. Jesus Christus sagte, wer überwindet, dem will ich ewiges Leben schenken. Der wird mit mir auf meinem Thron sitzen. Wer überwindet? Was überwindet? Nun, die Sünde. Satan. Die Gesellschaft, die uns zur Sünde verführt. Christus sagt, ich habe überwunden. Nun, er musste auch Satan überwinden. Er musste auch die Gesellschaft überwinden. Er musste auch die Natur in sich überwinden, in dem Sinne, dass er nicht zulassen durfte, dass er sündigte. Und er sagte, so wie ich überwunden habe, so sollt auch ihr überwinden. Er sagte, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Paulus spricht vom Glaubensgehorsam. Es heißt sogar in der Apostelgeschichte, dass die Priester und einige der Prediger und einige der Geistlichen damals im Judentum dem Glauben gehorsam wurden. Schauen Sie, also diese Idee, dass man so weiterleben kann, wie man halt gerade so will, die entspricht nicht dem, was die Bibel sagt. Und wir werden heute noch sehen, dass Gott in der Tat zornig ist über die Menschheit, die sich von Gott abgewendet hat. Im Römerbrief im 1. Kapitel wird uns zum Beispiel gesagt, dass viele Menschen Gott kannten, in gewisser Weise, ihm aber keine Ehre gaben, ihm keinen Dank gaben, ihn nicht verherrlichten, sondern ihren eigenen Gelüsten nachgingen, ihren eigenen Ideen nachfolgten. Und so heißt es dann, und so hat Gott sie dann auch übergeben, schändlichen Lüsten, hat also zugelassen, dass sie solche Dinge tun, die sich nicht schicken. Aber wie gesagt, der Zorn Gottes, der ist nach wie vor ein sehr wichtiges Faktum, das muss man begreifen. Petrus sagt, wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird dann der Sünder erscheinen? Was soll man mit diesen ganzen Gleichnissen machen, die Christus uns gegeben hat, wo er gesagt hat, der ungehorsame Knecht, der wird in die Finsternis geworfen werden, der wird heulen und Zähneknirschen sein und so weiter und so fort. Will man dies alles aus der Bibel herausradieren, weil man seinen eigenen Vorstellungen, seinen eigenen Ideen nachhangen will, weil man sich nicht ändern will. Darauf kommt es letztlich an. Nun, wir werden heute einiges über das babylonische System lesen. Ein System, das es heute gibt, das es aber auch schon in der Vergangenheit gegeben hat. Auch da müssen wir aufpassen, weil es kann uns nicht darum gehen, Verdammungsurteile gegen individuelle Menschen zu verkünden. Christus hat uns deutlich gesagt, zum Beispiel durch Jakobus, wer bist du, dass du einen anderen richtest? Einer ist der Gesetzgeber, einer ist der Richter. Wer aber bist du? Wir werden sogar gewarnt davor, dass wir andere verurteilen und verdammen und schuldig sind an dem Gleichen, womit wir eben gegen andere vorgehen. Christus sagt, zieh zunächst einmal den Balken aus deinem eigenen Auge heraus und dann kannst du zusehen, dass du den Splitter aus dem Auge deines Bruders entfernst. Es geht hier darum, dass wir verstehen, wie Gott die Dinge sieht. Aber es geht nicht darum, andere zu verurteilen, zu verdammen. Andere, die vielleicht
einen anderen Glauben haben als wir. Nun, ich bin hier, um deutlich zu machen aus der Bibel, was der wahre Glaube ist. Aber es ist letztendlich immer noch Gott, der einen berufen muss. Auch das müssen wir verstehen. Und Gott wird die Menschen berufen zu seiner Zeit. Und er wird ihnen die Augen öffnen zu seiner Zeit. Ich habe viele Menschen kennengelernt, die nicht das glauben, was ich glaube, die aber aufrichtige, hilfsbewusste und hilfreiche Menschen sind. Es kann uns nicht darum gehen, diese zu verurteilen oder zu verdammen. Lassen wir Gott das Gericht ausüben. Und meinen wir nicht, wir müssten jetzt Gott zuvorkommen. Mit dieser Einführung möchte ich jetzt auf Offenbarung Kapitel 14 eingehen. In Offenbarung Kapitel 14, da lesen wir angefangen in Vers 19. Denn hier geht es jetzt um die Wiederkunft Christi. Hier geht es jetzt darum, was geschehen wird mit denen, die unter der Verführung Satans Christus bekämpfen werden. Aber auch da müssen wir etwas verstehen. Schauen Sie, damals, als die Israeliten aus Ägypten herauskamen, da haben die Ägypten die Ägypter verfolgt und sind dann im Roten Meer umgekommen. Aber die sind nicht für alle Zeit dort umgekommen, die werden wieder auferweckt werden. Und zwar im großen weißen Throngericht, in der sogenannten zweiten Auferstehung, und werden dann erkennen, was sie getan haben. Christus sagt sogar, diejenigen, die in Sodom und Gomorra umgekommen sind, die werden wieder auferweckt werden. Die Königin von Saba wird mit denen zusammen auferweckt werden. Die Menschen von Ninive, zu denen Jona geschickt wurde, die werden auferweckt werden in der zweiten Auferstehung. Und auch diese Menschen hier werden wieder auferweckt werden in der zweiten Auferstehung. Das, was wir hier lesen, ist nicht ihr endgültiges Schicksal. Aber Gott spricht ja eine Sprache, die wir alle verstehen können und sollten. Auch diese Menschen werden sich daran erinnern können, wenn sie auferweckt werden, im nächsten Bruchteil der Sekunde ihres Sterbens sozusagen, so wie es um ihr eigenes Bewusstsein geht. Die werden genau wissen, was geschehen ist. Hier lesen wir Offenbarung Kapitel 14 und Vers 19. Und der Engel setzte sein Winzermesser an die Erde und schnitt die Trauben am Weinstock der Erde und warf sie in die große Kelter des Zornes Gottes. Und die Kelter wurde draußen vor der Stadt getreten, und das Blut ging von der Kelter bis an die Zäume der Pferde 1600 Stadien weit. Das sind so ungefähr 184 Meilen weit. So viel Blut wird fließen. Weil, schauen Sie, die gesamte Menschheit ihre Armeen zu dem Zeitpunkt gegen Christus senden wird. Die sind ja, wie wir bereits gelesen haben, verführt, dämonisch verführt. Und sie werden meinen, dass der wiederkommende Christus ein falscher Messias ist. Das bezieht sich auf alle, die an diesem Krieg gegen Christus teilnehmen wollen. Offenbarung Kapitel 17. Lesen wir angefangen in Vers 12. Nun, wie wir wissen, hier wird ein Tier beschrieben, auf dem eine Hure sitzt. In biblischer Sprache hier eine Frau, die gefallen ist, die abgefallen ist vom wahren Glauben. Die also nicht den wahren Glauben lehrt. Paulus sprach ja schon davon, dass sogar zu seiner Zeit bereits der Abfall vom wahren Glauben angefangen hatte. Und dieser Abfall wird eben laut Paulus fortdauern. Und hier, laut Johannes, wird er auch existieren im Zeitpunkt der Wiederkunft Christi. Und diese falsche Religion, also eine Religion, die vom wahren Glauben abgefallen ist, die wird auf diesem Tier sitzen, auf diesem politischen Tier, auf den Erneuerungen des alten römischen Reiches. Und es würde dann das Heilige Römische Reich genannt werden, weil es eben eine Verbindung sein würde zwischen Kirche und Staat. Nun, auch hier etwas zu sagen. Die Geschichte ist die Geschichte. Diese Dinge sind geschehen in der Vergangenheit, und es kann nicht darum gehen, das alles zu verleugnen und zu sagen, ach ja, das ist alles in der Vergangenheit geschehen, das brauchen wir uns heute nicht mehr anzuschauen. Schauen Sie, ich bin voll und ganz damit einverstanden, dass wir uns an den Holocaust im Zweiten Weltkrieg erinnern. Die Tatsache, dass Nazi-Deutschland Millionen von Menschen, unschuldigen Menschen umgebracht hat, das ist etwas, was wir nicht vergessen dürfen. Viele wurden umgebracht, die, sagen wir mal, keine Christen waren. Aber was soll das bedeuten? Das waren unschuldige Menschen, die von einem üblen, satanisch beeinflussten System umgebracht worden sind.
Und viele Christen wurden umgebracht, weil sie eben nicht im Einklang waren mit dem, was das Nazi-Regime verkündet hat. Wir lesen auch viel zur Zeit von dem Krieg der Türken gegen die Armenier. Und die Türken möchten das auch sehr gerne in die Vergangenheit zurückkatapultieren und nicht mehr daran denken. Das Gleiche gilt aber auch für das, was die katholische Kirche in der Vergangenheit getan hat. Wir können einfach nicht die Inquisition beiseite schieben und sagen, ach ja, das ist gar nicht so schlimm gewesen oder das ist gar nicht so passiert. Wir dürfen nicht vergessen, wie viele Millionen von Menschen durch die katholische Kirche ermordet worden sind. Und wie das letztlich ein evangelischer Pfarrer in einem Buch veröffentlicht hat, nicht nur durch die katholische Kirche, sondern auch die evangelische Kirche, wo also unschuldige Menschen als Hexen verbrannt wurden. Man muss daran denken, man muss dies festhalten als Warnung für das, was die Bibel sagt, was wiederum geschehen wird. Nur noch hier wiederum, es geht mir nicht darum, gegenwärtige Mächte anzugreifen. Es geht mir darum zu zeigen, was geschehen ist. Es geht mir darum zu zeigen, was geschehen wird. Und es geht mir auch darum zu zeigen, dass Gott den wahren Christen sagt, kommt aus diesem System heraus. Nun, hier geht es jetzt um die letzte Auferstehung des Römischen Reiches. Und diese letzte Auferstehung, die in Europa stattfindet, wird letztendlich angeführt werden von 10 Königen, wie es hier heißt, 10 Herrschern oder Herrschergruppen. Und die werden dann ihre Autorität und ihre Macht diesem charismatischen Führer geben, diesem charismatischen, noch kommenden politischen, wirtschaftlichen und auch militärischen Führer. Auch da möchte ich klar und deutlich sagen, dass wir zurzeit nicht wissen, wer diese Persönlichkeit ist. Und ich kann dogmatisch sagen, dass die jetzige Bundeskanzlerin diese Person nicht ist. Deswegen sagt uns Christus, wir sollen warten und wir sollen aufpassen und wir sollen beten, dass wir nicht in Verführung geraten, dass wir die Wahrheit erkennen können. Nun schauen wir uns aber an, was geschehen wird. In Offenbarung Kapitel 17, angefangen in Vers 12. Und die 10 Hörner, eine symbolische Beschreibung für die 10 letzten Könige, diese 10 letzten Nationen oder Nationengruppen. Diese 10 Hörner, die sich in Europa noch bilden werden, dieses sogenannte Kerneuropa, von dem wir gehört haben, das Europa der 2 Geschwindigkeiten aus den 27 Mitgliedstaaten, die wir zurzeit haben in der EU, werden sich letztendlich 10 herauskristallisieren. Und es werden die Führungsmächte sein. Und die werden jetzt, wie es hier heißt, ihre Macht dem Tier übertragen. Es heißt, die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, die ihr Reich noch nicht empfangen haben, als Johannes dies schrieb. Natürlich noch nicht, denn die letzte Auferstehung würde ja erst noch kommen. Aber die Könige oder wie Könige, mit anderen Worten, es könnte sein, dass das nicht unbedingt jetzt Könige sind in dem Sinne, aber es sind Herrscher, die wie Könige, werden sie für eine Stunde Macht empfangen, zusammen mit dem Tier. Diese sind einen Sinnes und sie geben ihre Kraft und Macht dem Tier. Also hier geht es um diese Könige, die jetzt in gewisser Weise einen Sinnes sind. Es heißt im Buch Daniel, dass sie letztendlich doch nicht so zusammenpassen werden. Die haben ihre eigenen Vorstellungen. Aber wenn es um militärische Okkupation geht, wenn es um den Krieg gegen Christus geht, da sind sie einen Sinnes. Und so lesen wir in Vers 14. Und die werden gegen das Lamm kämpfen. Also nicht nur das Tier, dieser politische Führer, nicht nur der falsche Prophet, der religiöse Führer, sondern auch diese 10 Könige, die werden gegen das Lamm, Jesus Christus, kämpfen. Und das Lamm wird sie natürlich überwinden. Denn es ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Und die mit ihm sind, die sind Berufene und Auserwählte und Gläubige. Schauen Sie, das könnte sich auf uns beziehen. Zunächst einmal müssen wir berufen werden. Wir müssen zur Wahrheit berufen werden. Gott muss uns die Wahrheit vor Augen führen. Er muss uns die Augen öffnen. Und wenn wir auf diese Berufung eingehen, wenn wir positiv auf diese Berufung reagieren, dann werden wir auserwählt. Auserwählt aus der Masse der Menschen. Christus spricht wiederholt von den Auserwählten. Auserwählte sind diejenigen, die für einen heiligen Zweck bereitgestellt werden, die auserwählt werden aus der Menschheit für einen Zweck.
Auch das besagt wiederum und macht deutlich, dass es eine Kirche Gottes geben muss. Denn die Auserwählten werden hineingetauft in die Kirche Gottes. Nicht nur einen geistlichen Leib. Denn der geistliche Leib muss auch organisiert sein. Und so heißt es hier, das sind Berufene und Auserwählte, aber damit noch nicht genug. Es müssen auch Gläubige sein. Es müssen auch sein solche Menschen, die dem Glauben weiter fest anhangen. Und es geht hier auch um Glaubensgehorsam. Und es werden die sein, die mit Christus dann leben werden, die mit Christus dann kommen werden. Wir hatten ja gesehen, diejenigen, die auferweckt werden, die in Christus gestorben sind, diejenigen, die noch leben, aber in Christus noch leben, wenn Christus zurückkommt, die werden alle verwandelt werden zu Geistwesen. Und werden dann Christus in die Luft entgegengehen, auf Wolken, und Christus kommt auf Wolken zurück. Es geht alles hier um die Erdatmosphäre, denn im Universum gibt es keine Wolken und im dritten Himmel, wo Gott wohnt, schon mal gar nicht. Und dann werden alle, wie wir gesehen haben, dann auf den Berg, den Ölberg herabsteigen, wo dann die Entscheidungsschlacht stattfinden wird. Aber hier geht es darum, dass diese Könige, diese 10 Könige, diese 10 führenden Nationen ebenfalls gegen Christus kämpfen werden. Aber wir lesen auch noch etwas sehr Wichtiges. Ich hatte ja gesagt, diese Darstellung in Offenbarung Kapitel 17 bezeichnet eine Kollaboration zwischen Kirche und Staat. Aber diese Kollaboration auch in der Vergangenheit schon war immer eine sehr brüchige. Es gab immer schon diese Zwiespalte zwischen Kirche und Staat, wie wir ja vielleicht wissen. Jeder wollte über den anderen sozusagen herrschen, die Nummer eins sein. Zur Zeit des Napoleon kam der Papst, um dem Napoleon zu krönen, die Krone aufzusetzen, um ihn also als den Herrscher des Heiligen Römischen Reiches zu krönen. Und der Napoleon nahm die Krone aus der Hand des Papstes und setzte sie sich selbst auf, weil er eben zeigen wollte, er stand über dem Papst. Und so gab es immer diese Probleme. Im Dritten Reich, wir wissen das ja, hatte Hitler ohnehin vor, nach dem Krieg sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche auszumerzen. Das war sein Ziel. Er wollte nur so lange warten, bis der Krieg gewonnen war. Nun, damals ist es nicht dazu gekommen. Aber schauen wir uns an, was hier in Offenbarung Kapitel 17 gesagt wird, angefangen in Vers 15, um den Zusammenhang zu sehen. Er sprach zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, an denen die Hure sitzt, also diese gefallene Frau, die vom wahren Glauben abgefallen ist, das sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Also das bezieht sich so auf die ganze Welt sozusagen. Der Einfluss der falschen Ideen, der falschen Religion, die sich christlich nennt, die wird letztendlich alle Völker beeinträchtigen. Und die 10 Hörner, Vers 16, die du gesehen hast, und das Tier, die werden die Hure hassen und werden sie ausplündern und entblößen und werden ihr Fleisch essen und werden sie mit Feuer verbrennen. Denn Gott hat ihnen ins Herz gegeben, nach seinem Sinn zu handeln, eines Sinnes zu werden, ihr Reich dem Tier zu geben, bis vollendet werden die Worte Gottes. Und die Frau, die du gesehen hast, das ist die große Stadt, die die Herrschaft hat über die Könige auf Erden. Schauen Sie, wir sehen hier eine weitere Konfrontation, die sich entwickeln wird in der Zukunft zwischen Kirche und Staat. Und es wird so sein, dass das Tier, der letzte politische Führer, zusammen mit den 10 Nationen sich gegen die Kirche wenden wird. Es sieht so aus, dass hier möglicherweise das so beschrieben wird, dass ihr Eigentum konfisziert wird, dass die Ländereien, die Besitztümer, die die Kirche haben mag zu dem Zeitpunkt, dass die beschlagnahmt werden, etwas, was Hitler ohnehin auch vorhatte und in gewisser Weise bereits auch durchgeführt hat. Die Bibel sagt, so wird es wieder kommen. Nun, interessant ist, dass zu dem Zeitpunkt scheinbar das Tier und der falsche Prophet aber nicht in Europa sein werden, sondern in Jerusalem, sodass also dieser Kampf gegen die Kirche, die in Europa etabliert sein wird, nicht unbedingt jetzt den falschen Propheten mit beeinflussen wird. Aber man kann auch hier gewisserweise sehen, wie dann möglicherweise auch Zwiespalte entstehen werden zwischen dem Tier und dem falschen Propheten, wenn es letztendlich darauf hinausläuft. Aber letztendlich ist es auch so, dass die doch zusammen auch mit den 10 Königen gegen Christus kämpfen werden wollen, weil ich ja schon sagte, die Feinde
Von einst werden Freunde werden, auch die Könige des Ostens, die kommen werden, um zunächst einmal gegen das Tier und gegen den falschen Propheten zu kämpfen, die werden sich dann mit denen vereinigen. Natürlich von Satan inspiriert, um gegen den gemeinsamen Feind Christus vorzugehen. Römer Kapitel 17, oder Offenbarung vielmehr, Offenbarung Kapitel 17 und Vers 9 identifiziert die Stadt, von der wir gerade gelesen haben. Die Stadt, wo es ja hieß, das ist die große Stadt, das ist die Frau, das ist diese große Stadt, die die Herrschaft hat über die Könige auf Erden. Nun, wer ist diese Stadt? Offenbarung 17 und Vers 9. Da heißt es, hier ist Sinn, zu dem Weisheit gehört. Also nicht jeder kann es unbedingt begreifen, nicht jeder will es unbedingt begreifen. Christus sagt, da muss man schon einen Sinn dafür haben, eine Weisheit haben, die dies uns erkennen lässt. Die sieben Häupter, das ist also das Tier, auf dem die Frau sitzt, dieses Tier hat also sieben Häupter, sieben Köpfe. Die sieben Häupter sind sieben Berge. Oder, wie andere Übersetzungen es auch haben und besser haben, Hügel. Das sind also sieben Hügel, auf denen die Frau sitzt. Und es sind eben auch gleichzeitig sieben Könige, die letzten sieben Könige, die erstehen würden, die Könige des Heiligen Römischen Reiches, angefangen mit Karl dem Großen. Die Stadt sind sieben Hügel. Nun, welche Stadt ist auf sieben Hügeln erbaut? Nun, es gibt in der Tat mehrere. Aber alle Kommentare, die ich gelesen habe, machen deutlich, dass es sich bei dieser Stadt um Rom handeln muss. Die berühmte Stadt Rom, die ewige Stadt sozusagen, auf sieben Hügeln erbaut. Nun, interessanterweise ist auch Konstantinopel auf sieben Hügeln erbaut, aber geschichtlich gesehen passt das nicht, weil Konstantinopel ja dann letztendlich in die Hand der Türken fiel, Istanbul und so weiter, und die hat ja keinerlei historische Rolle im Hinblick auf diese Frau geführt, im Hinblick auf das geführt, was in Europa geschehen ist. Alle sagen, wie ich bereits bemerkt habe, es handelt sich um Rom. Nun, die meisten aber sagen uns, denn das wäre ja eine zu schlechte Entwicklung in Entdeckung und Erkenntnis, das will man ja nicht unbedingt zugeben, so sagen uns die meisten, ja, aber das bezieht sich auf das damalige Rom. Das bezieht sich auf den Zeitpunkt, als Johannes dies alles niederschrieb, als also Rom von heidnischen Führern und heidnischen Herrschern beherrscht wurde, diesen heidnischen Cäsaren, die also Götzendienst betrieben, die falsche Götter anbeteten. Die sagen sogar, wenn es um das Tier geht, um die Zahl 666, das war damals der Nero. Und der Johannes, nun, der hat das nicht so richtig verstanden und der hat natürlich gemeint, alles dies würde zur damaligen Zeit, zu seinen Lebzeiten noch geschehen und zu seinen Lebzeiten würde Christus zurückkommen. Und von daher ist das alles lediglich auf die damalige Zeit zu beziehen. Schauen Sie, das Problem mit dieser Erklärung ist natürlich folgende. Zunächst einmal war es ja nicht Johannes, der dies eigentlich niederschrieb, aus seinem eigenen Sinn heraus, sondern es heißt ja, dass Gott der Vater diese Prophezeiungen an Jesus Christus weitergab. Und Jesus Christus gab diese Prophezeiungen dann an einen Engel weiter. Und es war der Engel, der diese Dinge dem Johannes offenbarte. Und Johannes schrieb sie dann nieder. Und es geht hier um die Wiederkunft Christi, wann sie wirklich erfolgen wird. Was immer Johannes auch gemeint haben mag, es geht aber um den Zeitpunkt der Wiederkunft Christi, die noch in der Zukunft liegt. Wie ich meine, in der nicht zu fernen Zukunft. Zu dem Zeitpunkt muss es diese Stadt noch geben, die auf sieben Hügeln erbaut ist. Zu dem Zeitpunkt muss es noch dieses Babylon geben, aus dem wir herauskommen sollen. Zu dem Zeitpunkt wird es noch zehn Könige geben, die dann ihre Macht dem Tier geben werden, diesem politischen Führer, der dann zusammen mit dem falschen Propheten gegen Christus kämpfen wird. Es ist also klar und deutlich Zukunft. Die Stadt auf sieben Hügeln erbaut, in der Tat Rom, wird hier aber noch in einer zukünftigen Weise beschrieben, was dann noch geschehen wird. Das System natürlich verdeutlichend, um das es hier geht. Und so lesen wir auch in Offenbarung und Kapitel 18 und in Vers 8, was mit diesem System inklusive der Stadt Rom geschehen wird. Offenbarung 18 und Vers 8. Darum werden ihre Plagen an einem Tag kommen. Tod, Leid und Hunger. Und mit Feuer wird sie verbrannt werden, denn stark ist Gott der Herr, der sie richtet. Und lesen wir auch in Vers 17 im gleichen Kapitel. Offenbarung 18 und Vers 17.
angefangen in Vers 16, um den Zusammenhang zu sehen, wehe, wehe, du große Stadt, die bekleidet war mit feinen Leinen und Purpur und Scharlach und geschmückt war mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Denn in einer Stunde ist verwüstet solcher Reichtum. An einem Tag, in einer Stunde, also sehr plötzlich, wird hier der Untergang Roms und des babylonischen Systems in Europa beschrieben. Es geht mir heute eigentlich um die Zerstörung des zukünftigen Europas. Viele meinen heute, dass das gar nicht sein könnte, wie auch viele meinen, dass Amerika in keinster Weise zerstört werden könnte oder England. Aber die Bibel sagt uns etwas ganz anderes. Und die Bibel sagt uns auch, wer diese Zerstörung herbeiführen wird. Nun, letztendlich wird es Gott sein, der dies zulässt, der es hier deutlich macht, weil er eben ein Hühnchen zu rupfen hat, sozusagen. In Vers 15 wird uns noch mehr gesagt über dieses System. Da heißt es, die Kaufleute, die durch diesen Handel mit ihr reich geworden sind, die werden fernab stehen aus Furcht vor ihrer Qual, werden weinen und klagen. Schauen Sie, kehren wir zur Offenbarung Kapitel 17 zurück. Und da lesen wir in Vers 1. Es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten. Es geht hier also um die sieben Schalen. Denken wir daran, die letzte Posaune, die siebte Posaune, wenn die geblasen wird, die dann also ein Erdbeben zum Beispiel symbolisiert, aber auch andere Ereignisse, die besteht ja aus sieben Schalen, die sieben Schalen des Zornes Gottes. Also hier wird uns der ungefähre Zeitpunkt mitgeteilt, wann dies geschehen wird. Im Zeitpunkt, wenn die letzten sieben Schalen im Zeitpunkt der siebten Posaune ausgegossen werden. Es ist ja der Engel, die sieben Schalen hatten. Der kam jetzt zu Johannes, der redete mit Johannes und spricht, komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die an vielen Wassern sitzt. Also zu dem Zeitpunkt wird es geschehen, wenn diese sieben letzten Schalen ausgegossen werden, dass das Gericht über die Hure, also die von der wahren Religion abgefallene Institution, erfolgen wird. Und so lesen wir auch in Vers 15 von Offenbarung 17. Und er sprach zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, an denen die Hure sitzt, das sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Also auch hier wiederum wird deutlich, dass diese falsche Religion eine sehr große Einflussnahme haben wird, letztendlich auf alle Menschen. Schauen Sie, auch das ist interessant, das zu begreifen. Nicht scheinbar nur auf Christen oder sagen wir einmal auf nominelle Christen. Oder auf diejenigen, die Mitglieder sind der Institution, sondern scheinbar wird sie auch Einfluss haben auf andere. Und wir lesen ja heute viel auch von der Ökumene und von der Idee, dass wir alle zusammen uns vereinigen sollen. Kehren wir zu Offenbarung. Bevor wir zur Offenbarung zurückkehren, möchte ich hier kurz jetzt ansprechen, wer scheinbar dieses Gericht von der menschlichen Seite her durchführen wird. Nun, auch hier muss man klar und deutlich sagen, diese ganzen Akteure in diesem Spiel, da ist keiner besser als der andere. Also wenn ich jetzt auf die Nationen eingehe, die scheinbar zum Untergang des europäischen Babylon beitragen werden, das bedeutet jetzt nicht, dass die jetzt gerechter wären als das europäische Babylon. Es geht darum, dass Gott alle richten wird, die sich seiner Gewalt, seiner Herrschaft zunächst einmal nicht unterstellen wollen. Wir hatten ja bereits von den Königen des Ostens gehört. Wir hatten ja bereits gesehen, dass es einen Krieg geben wird zwischen Europa und den Königen des Ostens, hauptsächlich Russland. Scheinbar die Ukraine wird Teil dann von Russland wieder sein. China, Japan, andere Nationen. Im Buch Jesaja wird mehr hierüber gesagt. Jesaja Kapitel 13. Jesaja Kapitel 13. Und lesen wir
Zunächst einmal den zeitlichen Zusammenhang. Worum geht es hier in Jesaja Kapitel 13? Nun, viele können solche Stellen im Alten Testament lesen und meinen, die haben für heute keinerlei Bezug. Das war damals. Das war zur damaligen Zeit, als Jesaja schrieb. Aber es geht hier um die Zukunft. Es geht hier um den Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu Christi. Den ungefähren Zeitpunkt. Es heißt nämlich hier in Jesaja Kapitel 13 und Vers 6, heulet, denn des Herrn Tag ist nahe. Es kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. Des Herrn Tag, der Tag des Herrn, wie wir bereits wissen, eine Beziehung und Bezugnahme auf den Zeitpunkt, wenn Gott in das Weltgeschehen aktiv eingreifen wird. Ungefähr ein Jahr vor der Wiederkunft Christi beginnend, aber dann natürlich hin zu der Wiederkunft Christi hindeutend und letztendlich dann auch darüber hinausgehend. Also hier geht es um den Tag des Herrn. Es heißt in Vers 9, denn siehe, des Herrn Tag kommt grausam, zornig, grimmig, die Erde zu verwüsten, die Sünder von ihr zu vertilgen. In meiner Bibel, der Lutherbibel von 1984, und einige haben mich schon bereits gefragt, was sind eigentlich gute Bibeln, die man benutzen kann. Die Lutherbibel von 1984, die revidierte Lutherbibel, ist an sich eine gute Übersetzung. Man kann auch die Elberfelder Bibel benutzen, die Menge Bibel, auch die Zürcher. Also das sind alles gute Übersetzungen, aber wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, keine Übersetzung ist fehlerfrei. Also es ist schon wichtig, dass man vielleicht mehrere Übersetzungen miteinander vergleicht und wenn man das kann, in den Urtext hineinsteigt, ins Griechische, ins Hebräische, um zu sehen, was da eigentlich wirklich steht. Aber hier in meiner Übersetzung wird dieses Kapitel, Kapitel 13, eingeleitet mit Gottes Gericht über Babel. Es geht also um Gottes Gericht über Babylon. Das gleiche Babylon, was wir in Offenbarung 17 und 18 beschrieben stehen. Es geht nicht nur um das alte Babylon zur Zeit von Jesaja. Es geht um das moderne Babylon. Es geht hier um den Tag des Herrn, die Zukunft, die noch kommen wird. Und schauen wir, wer dann auch wieder, wie damals auch, die treibende Kraft sein wird, die zur Zerstörung des modernen Babel, des modernen europäischen Babylon, inklusive der Stadt, die auf sieben Hügeln erbaut ist, beitragen wird. Vers 13. Darum will ich den Himmel bewegen, und die Erde soll beben und von ihrer Stätte weichen, durch den Grimm des Herrn Zebaoth am Tage seines Zornes. Vers 17. Denn siehe, ich will die Meder gegen sie erwecken, die nicht Silber suchen oder nach Gold fragen, sondern die Jünglinge mit Bogen erschießen und sich der Frucht des Leibes nicht erbarmen und die Kinder nicht schonen. Und so soll Babel, das Schönste unter den Königreichen, die herrliche Pracht der Chaldäer. Chaldäer sind im Übrigen auch die Vorfahren der religiösen Institution. Chaldäer waren damals die religiöse Schicht innerhalb von Babylon. Die herrliche Pracht der Chaldäer, die soll zerstört werden von Gott wie Sodom und Gomorra. Aber schauen Sie, wer wird es sein, die hauptsächlich dazu benutzt werden? Gott sagt die Meder. Die Meder, die haben damals auch bereits schon Babylon zerstört. Zunächst einmal hatten wir ja Babylon unter König Nebukadnezar und dann Belsazar und so weiter. Und dann kamen die Perser und die Meder, die dann Babylon zerstörten. Und danach, auf Gott, natürlich kamen dann die Griechen und letztlich dann das Römische Reich, das dann folgte. Aber lesen wir ein wenig mehr über, was geschehen wird, wenn Babylon zerstört wird. In Jesaja Kapitel 21. Es werden nicht nur alleine die Meder sein, und ich werde gleich noch erklären, wer die Meder sind heute. Aber auch hier geht es in Jesaja 21 um Babels Fall, wie die Lutherbibel es sagt. Vers 2. Mir ist eine harte Offenbarung angezeigt. Also das war nicht unbedingt eine sehr angenehme Offenbarung, die hier Jesaja verkünden sollte, wie es keineswegs eine angenehme Offenbarung für uns heute ist, dies zu sagen. Aber wir können ja nicht das ignorieren, was die Bibel lehrt. Mir ist eine harte Offenbarung angezeigt. Der Räuber raubt, der Verwüster verwüstet. Elam, zieh herauf. Medien, belagere. Ich will allem Seufzen ein Ende machen. Aber wie gesagt, es geht hier um den Fall des modernen Babels. Denn es heißt nämlich in Vers 9, im gleichen Kapitel, und siehe, da kommen Männer, ein Zug von Wagen mit Rossen, die heben an und sprechen, gefallen ist Babel,
Es ist gefallen. Zweimal, schauen Sie, es geht nicht nur um das damalige Babel, das damals fiel, es geht auch um das zukünftige Babel, das wieder fallen wird. Und ich spreche nicht vom Babel in Irak, ich spreche von dem babylonischen System in Europa. Gefallen ist Babel, es ist gefallen und alle Bilder seiner Götter sind zu Boden geschlagen. Aber kehren wir zurück hier jetzt zu Vers 2. Wiederum wird Medien erwähnt als eine der Mächte, die gegen Europa zu Felde ziehen werden. Aber es wird auch Elam erwähnt. Elam, eine andere Bezeichnung für Persien, das heute als der Iran bekannt ist. Also hier werden auch wiederum diese Mächte erwähnt von Gott, die bei der Vernichtung des modernen Babylons Anteil haben werden. Jeremia Kapitel 51. Jeremia Kapitel 51. Und lesen wir in Vers 11. Auch hier wiederum in der Lutherbibel wird die Überschrift gegeben: Weitere Weissagung vom Untergang Babels und von der Erlösung Israels. Und so heißt es hier in Vers 11. Ja, schärft nun die Pfeile und ergreift die Schilde. Der Herr hat den Mut der Könige von Medien erweckt. Denn seine Gedanken stehen wider Babel, dass er es verderbe. Denn dies ist die Vergeltung des Herrn, die Vergeltung für seinen Tempel. Nun wiederum, eine zukünftige Zeit wird angesprochen. In Vers 10 heißt es, der Herr hat unsere Gerechtigkeit ans Licht gebracht. Kommt, lasst uns in Zion erzählen, die Werke des Herrn, unseres Gottes. Also das ist zu einem Zeitpunkt noch, der klar in der Zukunft liegt, wenn Israel wieder zu seinem Recht kommt. Der Staat Israel, aber auch die Nachfahren des Hauses Israel, des alten Hauses Israel. Vers 8 sagt uns hier, wie plötzlich ist Babel gefallen und zerschmettert. Heult über Babel, bringt Balsam für seine Wunden, ob es vielleicht geheilt werden könnte. Einige wollen heute dieses römische System, das wiedererweckt wird, heilen. Das heißt hier, wir wollten Babel heilen, aber es wollte nicht geheilt werden. So lasst es fahren und lasst uns ein jeder in sein Land ziehen, denn seine Strafe reicht bis an den Himmel und langt hinauf bis an die Wolken. Aber auch hier wiederum geht es um Medien. Nun, wenn man an die alte Geschichte denkt, interessant ist, dass damals es hauptsächlich zunächst einmal die Perser waren unter Cyrus, die das alte Babylon zerstörten. Und erst dann wurde Medien Teil dieser Herrschaft. Das wird in der Zukunft anders sein. In der Zukunft wird es hauptsächlich Medien sein, wie wir hier gelesen haben. Die Meder, die modernen Meder, die Babylon, Europa zerstören werden. In Jeremia Kapitel 51 lesen wir die Verse 27 und 28. Da heißt es in Jeremia 51, die Verse 27 und 28, richtet auf das Banner auf Erden, blast die Posaune unter den Völkern. Es geht hier also hier um die Posaune. Welche Posaune? Nun die siebte Posaune. Denn da werden ja die sieben letzten Plagen ausgeschüttet. Heiligt die Völker zum Kampf. Wenn es hier heilig heißt, bedeutet das, sie werden ausgesondert. Das Wort heiligen kann eben auch aussondern bedeuten, zu einem Zweck. Einem heiligen Zweck in dem Sinne, dass es ein Zweck ist, der von Gott hervorgebracht wird, durchgeführt werden soll. Also heiligt die Völker zum Kampf gegen die Stadt Babel. Die Stadt Babel, hier wird jetzt die Stadt erwähnt, die auf sieben Hügeln erbaut ist. Rufet wieder sie, die Königreiche, und da werden einige jetzt erwähnt, Ararat, Mini, Aschkenas, sammelt Kriegsleute gegen sie, bringt Rosse herauf, zahlreich wie Heuschrecken. Heiligt die Völker zum Kampf gegen sie, die Könige von Medien, samt allen ihren Fürsten und Herren und das ganze Land ihrer Herrschaft, dass das Land erbebt und erzittert, denn die Gedanken des Herrn wollen erfüllt werden wie der Babel, dass er das Land Babel zur Wüste macht. Also es geht nicht nur um die Stadt, in der niemand wohnt. Immer und immer wieder wird uns von Medien berichtet. Und hier wird natürlich in dieser Stelle gesagt, dass es Armeen von Königen gibt, die sich zusammentun werden, scheinbar unter der Herrschaft der Meder, um Babel zu vernichten. Nun, archäologische Aufzeichnungen und andere Beweise zeigen uns deutlich, dass die Meder heute hauptsächlich in der Ukraine leben und in Russland. Und so sehen wir also hier,
wenn von den Königen des Ostens gesprochen wird, die ja nun auch Russland und die Ukraine beinhalten, unter anderem natürlich auch China, Japan und so weiter, dass es hauptsächlich die Führer von Russland sein werden, scheinbar mit der Ukraine verbündet, was uns also auch zeigen wird, dass die Ukraine letztlich nicht mehr Teil von Europa sein wird, sondern sich mehr und mehr wieder Russland anschließen wird, die dann dazu benutzt werden, um Europa, das Europäische Reich, zu vernichten, im Zeitpunkt der letzten sieben Schalen, der letzten sieben Plagen. Nun schauen wir uns Offenbarung Kapitel 14 an. Offenbarung Kapitel 14 und Vers 10. Da heißt es, angefangen in Vers 9, und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme, wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zornes, und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild, und wer das Zeichen seines Namens annimmt. Hier ist die Geduld der Heiligen, hier sind die da halten, die Gebote Gottes, und den Glauben an Jesus. Oder wie es auch übersetzt werden kann, und den Glauben Jesu. Den Glauben, den Jesus hatte. Wir müssen dies im richtigen Zusammenhang sehen. Zurückkehren zur Zerstörung Europas. Es sieht so aus, dass die Könige des Ostens, denen ja der Weg bereitet wurde, nachdem der Euphrat ausgetrocknet ist, in Jerusalem einzufallen, im Nahen Osten einzufallen, um natürlich dann letztendlich zunächst einmal sich dort bei Harmageddon zu versammeln, aber dann zusammen mit den anderen Armeen gegen Jerusalem zu ziehen, um dort gegen Christus zu kämpfen. Es sieht so aus, dass während diese Könige des Ostens und ihre Armeen zum Nahen Osten ziehen, sie dabei auch erst einmal durch Europa durchziehen und Europa vernichten werden. Und dann weiterziehen in den Nahen Osten. Zumindest Teil dieser Armeen werden dies in Europa tun. Warum werden sie überhaupt in den Nahen Osten ziehen? Nun, die wollten hier gegen das Tier kämpfen. Das Tier wird zu dem Zeitpunkt im Nahen Osten sein, in Jerusalem. So auch der falsche Prophet. So auch die Armeen des Tieres, die ja Jerusalem belagert haben. So wird es höchstwahrscheinlich geschehen. Und wenn das geschieht, dann wird hier auch erfüllt werden, was wir gerade in Offenbarung Kapitel 14 gelesen haben. Nun schauen wir uns das einmal näher an. Es geht hier darum, dass sie die Menschen, die das Tier angebetet haben, diesen falschen Führer, politischen Führer, die das Bild des Tieres angebetet haben, auch das hatten wir ja bereits besprochen, ein religiöses System, das dem Tier nachgebildet ist, hauptsächlich. Es kann auch andere Erklärungen noch hinzugefügt werden, aber das ist die hauptsächliche Bestimmung hier, die Bedeutung, die also das Tier angebetet haben, das Bild, dieses religiöse System, also sowohl das politische als auch das religiöse System, die dann das Zeichen seines Namens angenommen haben, mit anderen Worten, das Zeichen, das ihnen erlaubt zu kaufen und zu verkaufen. Wenn sie das Zeichen nicht angenommen haben, dann sind sie eben nicht in der Lage, dies zu tun. Sich hauptsächlich auf den Sabbat beziehen und auf den Sonntag und auf die falschen heiligen Festtage und auf die richtigen heiligen Festtage. Schauen Sie, wenn man die richtigen heiligen Festtage hält, wenn man den Sabbat hält, wird man Schwierigkeiten haben, überhaupt wirtschaftlich zu existieren. Das ist ja heute bereits schon in Deutschland vielfach der Fall und in der Schweiz, in Österreich, in vielen anderen Ländern. Das wird noch viel schlimmer werden. Aber wer Kompromisse einschließt, wer also meint, er könne jetzt hier das Tier und den falschen Propheten anbeten und dieses Mahlzeichen an seiner Hand nehmen, an seine Stirn und dann Teil sein dieses Systems, schauen Sie, was Gott sagt, den wird der Zorn Gottes treffen. Und es heißt, die werden mit Feuer und Schwefel gequält werden durch diese unglaublichen kataklysmischen Ereignisse, die stattfinden werden zu dem Zeitpunkt. Es heißt, der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit, nicht, dass sie weiter für alle Ewigkeit leben werden, in der Hölle geschmort werden und so weiter. Nein, die werden verbrannt werden in dem Zeitpunkt, wie wir noch sehen werden. Aber der Rauch wird zunächst einmal aufsteigen. Und wenn es heißt von Ewigkeit zu Ewigkeit, im Griechischen, auch im Hebräischen, muss man das richtig verstehen. Das heißt nicht unbedingt für alle Ewigkeit ohne Ende. Das Wort Ewigkeit in der Bibel kann bedeuten,
solange wie gewisse Umstände vorherrschen. Es heißt zum Beispiel, dass das Feuer von Sodom und Gomorra ewig brennt. Nun, es brennt heute nicht mehr. Schauen Sie, es brannte so lange, wie die Umstände vorlagen, bis dann Sodom und Gomorra zerstört worden sind. Aber schauen Sie, was hier auch gesagt wird. Das heißt, der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit und sie haben keine Ruhe, nicht werden haben. Sie haben keine Ruhe. Es geht jetzt um den Zeitpunkt kurz vor der Wiederkunft Christi. Ihnen wird bereits schon bekannt werden, zu einem gewissen Maße, was geschehen wird. Denn wir dürfen nicht vergessen, die zwei Zeugen werden ja da sein, um zu predigen. Und die werden alles dies verkünden, was geschehen wird. Und die werden jetzt Angst haben vor all diesen Dingen, die geschehen werden. Und so haben sie keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild. Und wer das Zeichen des Namens annimmt, Gegenwart, schauen Sie, nicht Zukunft. Es geht also hier darum, dass Menschen, die jetzt bereits schon in dieser Kategorie sind und denen bereits auch jetzt schon bekannt wird durch die Kirche Gottes, dass dies falsch ist, da wird es dazu kommen, dass das Gewissen sie plagt. Und es wird viel mehr noch der Fall sein in der Zukunft. Und so sagt uns Christus hier, hier ist die Geduld der Heiligen vonnöten. Hier ist vonnöten, dass wir die Gebote halten. Ein Beweis auch hierfür, dass die Gebote keineswegs abgeschafft sind. Schauen Sie, wir finden eine interessante Stelle in Lukas Kapitel 21, die auch von dieser Qual spricht. Einige sehen das total verkehrt und meinen, die würden jetzt für alle Ewigkeit gequält werden. Die würden also für alle Ewigkeit jetzt keine Ruhe haben in der Hölle. Das ist damit keineswegs gemeint. In Lukas Kapitel 21 lesen wir die Verse 26 und 27. Christus sagt hier nämlich genau das Gleiche. Die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen, über die ganze Erde. Schauen Sie, die leben in Furcht, wie auch hier diese Menschen, die das Tier anbeten, die den falschen Propheten anbeten, die den Namen des Tieres, das Mahlzeichen des Tieres angenommen haben, die werden trotz alledem in Furcht leben. Wie auch viele im Dritten Reich, die dem Hitler-Regime in Anführungszeichen gefolgt sind, in Furcht gelebt haben vor diesem Regime und vor all den Dingen, die kommen würden. So sagt Christus hier, die Menschen werden vergehen vor Furcht, in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde, denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Es ist nicht schwer vorstellbar, dass da die Menschen Furcht haben werden, wenn dies geschehen wird. Schauen wir uns 2. Thessaloniker an, Kapitel 1. 2. Thessaloniker, Kapitel 1, die Verse 7 bis 9. Auch hier wiederum denken wir an die, die meinen, das Buch der Offenbarung, das kann man so wörtlich nicht verstehen, zu einem solchen schrecklichen Ende von Menschen, zeitweiligen Ende, will ich einmal sagen, kommt das ja keineswegs, kann es ja gar nicht kommen. Nun schauen wir uns einmal an, was hier Paulus sagt. Kann man das dann auch gleich ignorieren? Soll man das auch dann gleich aus der Bibel herausschneiden und wegwerfen, weil man das nicht akzeptieren will, was hier steht? 2. Thessaloniker 1, angefangen in Vers 4, um den Zusammenhang zu sehen. Darum rühmen wir uns euch unter den Gemeinden Gottes wegen eurer Geduld. Gemeinden Gottes, mit Antworten, es existierten Gemeinden, schauen Sie. Individuelles Christentum wird nirgendwo in der Bibel gut geheißen. Kann es gar nicht geben. Christus sagt, ich bin der Leib, ihr seid die Reben, ich bin der Weinstock. Wer sich von mir abschneidet, der wird verdorren. Christus sagt, ich habe meiner Kirche Lehrer gegeben, Pasteure, Prediger und so weiter, damit die Gemeinde, damit die Mitglieder aufgerichtet werden zum Dienst, um nicht wieder immer hin und her geworfen zu werden durch jede Idee der Doktrin, sondern dass wir alle zur Gemeinschaft des Glaubens kommen, zum vollen Maß der Fülle Christi, wie es heißt. Und so heißt es hier, darum rühmen wir uns euer unter den Gemeinden Gottes wegen eurer Geduld, eures Glaubens in allen Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet, ein Anzeichen dafür, dass Gott Recht richten wird und ihr gewürdigt werdet des Reiches Gottes, für das ihr auch leidet. Darüber werden wir nächstes Mal näher sprechen. Die meisten haben keine Ahnung, was mit dem Reich Gottes gemeint ist. Und ich meine, keine Ahnung. Und es ist wichtig, absolut wichtig, dies zu verstehen. Christus sagt ja, wir müssen an das Evangelium vom Reich Gottes glauben und bereuen. Zum Beispiel, wenn wir uns taufen lassen wollen. Wir müssen zunächst einmal verstehen, was das Evangelium, die gute Nachricht vom Reich Gottes ist. Wir müssen also verstehen, was das Reich Gottes ist. Wir müssen daran glauben. Und wir müssen natürlich auch unsere Sünden bereuen. Wir müssen also verstehen, was Sünde ist. Sünde ist Übertretung des Gesetzes Gottes, der 10 Gebote, der Rechte, der Satzungen, der
Vorschriften, die die 10 Gebote näher erklären. So einfach ist das auf der einen Seite. Aber das will man nicht unbedingt wahrhaben. Warum? Paulus sagt, die menschliche Natur ist Feindschaft gegenüber dem Gesetz Gottes, weil es ihm nicht untertan sein will und auch nicht kann. Und von daher wird es dann Ausflüchte suchen und finden, um uns weiszumachen, dass wir das Gesetz ja auch gar nicht zu halten brauchen. Er sagt hier in Vers 6, denn es ist gerecht bei Gott. Das sagt Paulus, glauben wir das auch oder sind wir da anderer Auffassung? Es ist gerecht bei Gott, mit Bedrängnis zu vergelten denen, die euch bedrängen. Euch aber, die ihr Bedrängnis leidet, Ruhe zu geben. Schauen Sie, das Millennium zum Beispiel wird im Hebräerbrief als eine Ruhe beschrieben, in die wir noch eingehen sollen. Wir haben die Ruhe von der Sünde, die Ruhe von der Feindschaft, die Ruhe von Satan und so weiter noch nicht erfahren. Aber er sagt, wir werden in diese Ruhe eingehen. Gott will uns Ruhe geben, wenn der Herr Jesus sich offenbaren wird vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht. Schauen Sie, hier wird die Wiederkunft Jesu Christi beschrieben. Das heißt ja, die Heere des Himmels, die folgen ihm nach auf weißen Pferden, also diese Engelwesen, die werden zusammen mit Christus zurückkehren. Aber wie wird das geschehen jetzt? In Feuerflammen. Vergeltung zu üben an denen, die Gott nicht kennen und die nicht gehorsam sind dem Evangelium unseres Herrn Jesus. Die werden Strafe erleiden. Also auch das will man wohl offenbar nicht wahrhaben. Auch das will man wohl am besten aus der Bibel herausschneiden, denn das ist ja nicht etwas, was man gerne hören möchte. Und interessanterweise ist es der Apostel Paulus, der dies schreibt. Von dem gesagt wird, er habe das Gesetz Gottes abgeschafft oder er hätte gelehrt, man brauche das Gesetz nicht mehr zu halten. Das krasseste Gegenteil ist der Fall. Die werden Strafe erleiden. Das ewige Verderben. Auch hier wiederum, das Wort ewig kann sich eben auf gewisse Umstände beziehen, die existieren werden, solange wir diese Umstände existieren. Vom Angesicht des Herrn her und von seiner herrlichen Macht. Natürlich, wenn es hier um solche geht, die unvergebbare Sünde begangen haben, die werden in der Tat ewige Strafe erleiden für alle Ewigkeit. Nicht, dass sie bestraft werden für alle Ewigkeit, sondern die Strafe wird ewige Konsequenzen haben. Sie werden nicht ins Reich Gottes eingehen. Lesen wir nochmal den Zusammenhang. Die werden Strafe erleiden, das ewige Verderben vom Angesicht des Herrn her und von seiner herrlichen Macht, wenn er kommen wird, Vers 10, dass er verherrlicht werde bei seinen Heiligen. Und wunderbar erscheine bei allen Gläubigen an jenem Tage. Denn was wir euch bezeugt haben, das habt ihr geglaubt. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch würdig mache. Schauen Sie, es muss von Gott kommen. Wir können uns das Heil nicht verdienen. Es ist eine Gnade Gottes, eine unverdiente Begünstigung. Gott muss uns würdig machen. Gottes Geist in uns ermöglicht es uns, soweit wir wie ihm Folge leisten, mehr und mehr würdig zu werden des Reiches Gottes. Früchte der Reue zu bringen, die der Reue würdig sind. Würdig zu leben. Aber alles Verdienst geht zu Gott. Wir dürfen in keinster Weise meinen, dass wir uns irgendetwas einbilden dürfen darauf, dass wir Gnade empfangen haben, die allen anderen Menschen auch gegeben wird zu ihrer Zeit. Schauen Sie, wenn wir gute Werke tun, Christus sagt, dann werden die Menschen Gott preisen dafür. Weil sie erkennen werden letztendlich, dass es Gott war in uns, der diese Werke durch uns getan hat. Es ist ja sogar Gott, der uns die Möglichkeit überhaupt eröffnet, gute Werke zu tun. Aber er sagt, wir sollen natürlich dann in diesen guten Werken wandeln. So heißt es hier, deshalb beten wir alle Zeit für euch, dass unser Gott euch würdig mache der Berufung und vollende, er, Gott, vollende alles Wohlgefallen am Guten und das Werk des Glaubens in Kraft. Sehen Sie, das Werk des Glaubens. Es geht nicht nur um theoretischen Glauben. Es geht darum, dass wir den Glauben ausüben müssen, dass wir ihn wirken lassen müssen. Er muss Resultate erzeugen. Damit in euch, Vers 12, verherrlicht werde der Name unseres Herrn Jesus und ihr in ihm nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus.
Nun, darüber ist noch viel mehr zu sagen. Und ich werde dies in der nächsten Sendung tun. Wir haben immer noch nicht die Details dieser Entscheidungsschlacht, die stattfinden wird zwischen Jesus Christus und all diesen Armeen und verführten Menschen beschrieben und besprochen. Aber das werden wir noch tun. Aber ich wollte heute zunächst einmal deutlich machen, was geschehen wird, bevor es zu dieser Entscheidungsschlacht kommt. Und ich möchte dann auch nächste Woche, wenn wir die Predigt weiterführen, darüber sprechen, was es bedeutet, ins Reich Gottes einzugehen. Das ist ausgesprochen wichtig zu begreifen. Wir haben hier gerade gelesen, dass Gott uns würdig macht des Erbes, dass Gott uns würdig macht, ins Reich Gottes einzugehen, für das wir heute leiden. Nun, wenn wir nicht wissen, was das Reich Gottes ist, dann können wir auch nicht richtig für es leiden. Wir müssen also das begreifen. Es ist eine unglaublich wichtige Frage. Ich habe darüber schon gesprochen, ich möchte dies aber noch einmal tun im Zusammenhang dessen, was wir hier lesen. Es ist eine sehr wichtige Frage, die wir begreifen müssen. Was ist das Reich Gottes? Was ist Gott? Was ist die Familie Gottes? Gibt es eine Dreieinigkeit? Oder ist Gott nur eine Person? Was ist das Potenzial des Menschen? Warum sind sie erschaffen worden? Was ist Ziel ihrer Berufung? Warum, wozu werden sie heute berufen? Alles dies sind Fragen, die teilhaben an der Antwort, was das Reich Gottes ist. Das Reich Gottes wird errichtet werden auf dieser Erde, wenn Jesus Christus zurückkommt. Schauen Sie, wenn man das nicht begreift, dann kann man auch nicht die richtige Vision haben von dem, was geschehen wird und warum wir überhaupt heute von Gott berufen werden, zu Auserwählten werden, auserwählt ins Reich Gottes einzugehen. Also das werden wir in der nächsten Sendung behandeln. Und für heute bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Norbert Link, für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.